sicher fühlen? Eisenbach-Tresore.de. So, alle haben Platz genommen. Sehr gut. Dann können wir loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Anstoß morgen Abend um 20.30 Uhr hier bei uns in der HDI-Arena. Hier auf dem Podium heute etwas übersichtlicher als sonst. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass unser Chefcoach André Breitenreiter dabei ist. Horst Held lässt sich entschuldigen. Der nimmt einen vor langer Zeit verabredeten dienstlichen Termin wahr. Und viele von euch wissen schon, dass der Christian Bönig euch morgen wieder zur Verfügung steht. Deswegen haben wir heute die Ehre. Genau, vorab ein paar organisatorische Hinweise. Das Spiel ist ausverkauft. Haben wir heute vor auf den Tag genau 2 Wochen bekannt gegeben und vermeldet. Wir können jedem Fan, der morgen beim Spiel ist, wärmstens empfehlen, einmal die Spieltagshinweise bei uns auf der Homepage hannover96.de quer zu lesen, weil es dieses Mal tatsächlich ein paar Dinge zu beachten gibt. Die sind dort verlinkt und es bietet sich wirklich an, einmal drauf zu schauen. Das Wichtigste für euch zusammengefasst: Der Schützenplatz steht als öffentlicher Parkraum nicht zur Verfügung, weil dort das Oktoberfest schon aufgebaut wird. Außerdem gibt es parallel zum Spiel noch eine große Veranstaltung in der Stadt, nämlich den Sportcheck Nachtlauf, wo es teilweise Straßensperrungen gibt, die es zu beachten gilt. Und dementsprechend empfehlen wir grundsätzlich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzufahren. Hinweis zudem noch: Es gibt jetzt am Eingang Nord einen Eingang, der ausgeschildert ist, nur für weibliche Fans, ja, damit die Kontrollen dort ein bisschen flüssiger und noch besser strukturiert werden können. Und natürlich gilt weiterhin, dass die Taschen nur bis zu einer Größe von DIN A4 mitgebracht werden können. Das hatte der ein oder andere am ersten Spieltag über den Sommer hinweg vergessen. Deswegen nochmal der Hinweis. Und von dem Organisatorischen mal abgesehen, dann bin ich auch fertig, noch der Hinweis, dass in guter alter Tradition von den Spielen gegen den HSV es auch dieses Mal so ist, dass Lotto King Karl, der HSV-Stadionsprecher, die Aufstellung unserer Gäste machen wird und natürlich auch Hamburg meine Perle singen wird. Das die Infos vorab und jetzt eure Fragen. Ich gehe davon aus, dass die NP startet in Person von Dirk Tietenberg, oder? Warum nicht? Druck. Nee, gar kein Druck, wenn man dran gewöhnt ist. Alles gut. Apropos Druck, wir haben in den letzten Tagen auch ein bisschen gerechnet und natürlich uns die Frage und auch Antworten gegeben darauf, wer denn morgen alles Tabellenführer werden kann. Also 2 Mannschaften können das. Und womit rechnest du denn morgen Abend? Ja, dass es auf jeden Fall für eine Nacht einen neuen Tabellenführer geben wird. Es ist mir ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu leicht, wie wir die ganzen Tage mit der Situation umgehen, als wenn das Spiel schon gespielt ist und wir diesen Tabellenplatz sicher haben. Da steht uns ein sehr schweres Spiel an morgen Abend. Der HSV ist gut gestartet. Auch gegen Leipzig haben sie eine richtig ordentliche Leistung geboten. Und sie werden uns morgen alles abverlangen und haben sicherlich für sich selbst auch das Ziel, morgen Abend Tabellenführer zu sein. Und da werden wir auf der Hut sein müssen. Gut vorbereitet sind wir. Und dann schauen wir, wer es morgen Abend packt. Wir nehmen uns das auch vor, weiter in der Erfolgsspur zu bleiben und wenn möglich auch mit 3 Punkten ins Wochenende zu gehen. Die nächste Frage von Silke Tobias, die hatte sich eigentlich als erstes gemeldet. NDR Hörfunk. Herr Breitenreiter, es ist noch kein Monat her, da haben wir hier gesessen vor dem ersten Spieltag und Sie haben dargelegt, wie Sie mit der Situation umgehen, dass Hannover 96 als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wird. Ist es jetzt auch, kommt Ihnen das manchmal vor wie so ein Traum, auf dem Sie auch nicht wieder aufwachen wollen, dass Sie jetzt die Chance haben, Tabellenführer zu werden? Nein, ist kein Traum, weil wir dafür hart gearbeitet haben, aber wie wir hier alle wissen, wie wir hier alle sitzen, wissen wir ja auch, wie schnell sich das auch wieder drehen kann. Ne? Vor der Saison sind wir bei allen Experten und bei der gesamten Öffentlichkeit als Abstiegskandidat Nummer 1 betitelt worden. Jetzt sind wir gut gestartet. Auf einmal geht es vielleicht schon darum, sich neue Ziele zu setzen. Und wenn irgendwann vielleicht mal eine Phase kommt, wo wir 2-3 Mal verloren haben, dann heißt es wieder, na, wir wussten es ja. Ne? Die werden dann auf jeden Fall unten mitspielen. Für uns ändert sich eigentlich wenig im Erfolgsfall, aber auch vielleicht in einem eventuellen Misserfolgsfall, den ich nicht herbeireden will, aber der ja auch mal kommen kann. Wir arbeiten jede Woche sehr konzentriert und wir brennen auch nach diesen ersten guten Spielen weiter darauf, weiter zu punkten und unsere Leistung weiterzuentwickeln, die Mannschaft auf den nächsten Schritten zu begleiten.
und einfach realistisch die Situation einzuschätzen. Wir sind Aufsteiger, wir haben eine Mannschaft, die super funktioniert, die sich, ich denke, auch weiterentwickelt hat, definitiv, die erfolgreich spielt. Und auf dieser Spur wollen wir bleiben. Und zwar sehr konzentriert, ohne in Selbstzufriedenheit zu geraten und ohne vor allen Dingen den Blick für die Realität zu verlieren. Jetzt aber... Natürlich. Einmal die Nachfrage. Wäre es aber trotzdem ein schönes Gefühl, wenn Samstagmorgen der Wecker klingelt und Sie gucken auf die Tabelle und ganz oben steht Hannover 96? Ach, da würde ich mich schon direkt nach dem Spiel darüber freuen, wenn das tatsächlich so ist, weil wir ja dann das nächste Erfolgserlebnis eingefahren haben, weil wir weitere Punkte geholt haben für unser Endziel und das ist der Klassenhalt und nichts anderes. Und je mehr wir Punkte holen und je schneller das auch der Fall ist, umso leichter wird es hinten raus auch, denn ich warne ja auch dann davor, ohne, wie gesagt, Dinge herbeireden zu wollen, die nicht da sind. Wir wollen diese Euphoriewelle mitnehmen, wir wollen diese Selbstsicherheit haben, aber es wird auch Phasen geben. Ja, und auf diese Phasen müssen wir vorbereitet sein. Und wenn wir so einen Lauf wie jetzt auch haben, dann müssen wir den nutzen. Und wir wollen morgen erfolgreich spielen gegen eine starke Mannschaft, die uns hier alles abverlangen wird, damit wir morgen im Idealfall 10 Punkte haben. Und dann können wir uns freuen. Ne, die Tabelle ist ja eher was für Fans und für Öffentlichkeit. Und sicherlich wird der ein oder andere auch drauf gucken und sagen, okay, wir haben bisher einen guten Job gemacht. Aber erstmal müssen wir spielen. Und das wird morgen auf jeden Fall erstmal ein ganz, ganz schwerer Abend für uns. So, Lars Beike, jetzt aber von der Bild. Der HSV hat ja gerade in der Offensive auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Spielt das bei euch oder bei dir für die Art, wie man in das Spiel geht, eine Rolle? Oder sagst du, ist mir egal, ob da Kostic spielt oder irgendwer anders? Nein, das spielt keine Rolle. Denn der HSV hat ja einen Kader, wo auch jeder einzelne Spieler den Anspruch hat zu spielen. Und sie können Positionen ja vielleicht nahezu gleichwertig ersetzen. Darüber hinaus haben sie ja mit Salihovic auch noch einen weiteren Spieler verpflichtet, der über große Erfahrung verfügt und nachgewiesen hat, dass er ein exzellenter Spieler ist. Wir werden sehen, ob er schon aufläuft, aber was die Spielausrichtung angeht, denke ich nicht, dass der HSV sein Spiel verändern wird. Sie werden weiterhin in wenig Ballbesitz haben. Sie werden über viele lange Bälle nach vorne kommen, zweite Bälle gewinnen zu wollen, zweikampfstark zu sein, unangenehm ja, im Nachrücken. Und darauf lauern, dass sie nach Ballgewinnen schnell umschalten. Das ist ihr Spiel in dieser Saison und darauf müssen wir vorbereitet sein, dass wir Lösungen finden, wie wir das Pressing umgehen, dass wir nicht unnötige Ballverluste haben in der Spieleröffnung, um den Gegner zu Kontersituationen einzuladen. So, Dirk Tietenbergs Hand ging hoch von der Neuen Presse. Stichwort fehlt ja auch Spieleröffnung. Pirmin Schwegler hat man ja auch, alle Gast ja auch gesagt, hat ein bisschen gefehlt in der vergangenen Woche. Wie geht's ihm? Kann er spielen? Wird er spielen? Also, er hat jetzt die letzten Tage beschwerdefrei trainiert und auch heute. Wir haben ja morgen früh noch ein abschließendes, kurzes Training von 20, 25 Minuten, wo wir nochmal anschwitzen. Nach diesem Training werden wir auch den Kader benennen. Aber momentan sieht alles danach aus, dass er auch spielen kann bzw. zur Verfügung steht. Und wenn das der Fall ist, wird er auch auflaufen. Lars Beike, Bild. Ein Teil deines Kaders, der ja im Augenblick relativ groß ist, ich glaube Dienstag oder insgesamt, da müssten jetzt 21 Feldspieler auf dem Platz gewesen sein, wird ja trotzdem morgen nicht mehr dabei sein, weil sie U23 spielen. Oder hast du alle morgen nochmal im Training? Also zum Abschlusstraining der U23 morgen sind Mike Behre, Timo Hübers und Sammy Radinger dabei. Die anderen 19 Feldspieler sind morgen bei uns beim Training. Denn wir wissen ja alle, dass auch über Nacht immer mal was passieren kann. Dann wird der eine vielleicht krank oder es treten Wehwehchen auf, von denen wir noch nichts wussten. Von daher sind morgen 19 Spieler dabei, werden das Abschlusstraining bestreiten. Und danach gehen wir dann mit 16 plus 2 ins Hotel. Einmal der Kollege hier rechts außen von uns aus gesehen. Nikola Uhland von der Deutschen Presseagentur. Sehr gut. Herr Breitenreiter, das Spiel morgen wird ja wieder nur in dem Eurosport Player im Livestream übertragen. Da gab es ja die technischen Probleme, ist ja bekannt. Wie beurteilen Sie die Situation? Also das erste Spiel konnte ich auch nicht sehen. Das war definitiv Fakt. Letzte Woche auswärts war es schon gestört, auch als wir in Wolfsburg unser Spiel abends angucken wollten. Ich denke, im Sinne aller ist es wünschenswert, dass das Spiel morgen für alle Fans zu sehen ist, die es sich zu Hause anschauen und zwar ohne Probleme. Ich
Da ging aber der Arm von Herrn Lada, dem Kollegen von Sat.1, nach oben. Ja, die Frage ist aus einem etwas anderen Themenblock. Robbie Williams hat sich als Hannover-Fan geoutet. Sie werden das ja bestimmt mitbekommen haben. Wie groß ist die Ehre bei Ihnen und gibt es schon Gedanken, ihn zu verpflichten? Ich meine, als Spieler ist er wahrscheinlich ein bisschen zu alt, aber ein prominenter Balljunge oder Let Me Entertain You als Eingangshymne. Gibt es da schon solche Gedankenspiele? Also ich glaube, Robbie Williams musste sich damals ja entscheiden, ob er Sänger wird oder Profifußballer. Und da wir ja noch einen Platz in der Offensive im Kader frei haben, lade ich ihn gerne ein in Hannover zum Training. Denn wir haben ja alle erfahren, dass er sich für Hannover begeistert, dass er sich ja sehr wohl gefühlt hat und auch wohl 96-Fan ist. Deswegen kann er gerne vorbeikommen, lade ihn sehr gerne ein, kann gerne mal mit den Jungs trainieren und dann werden wir sehen, was er kann. Sehr gut. Herr Kollege vom NDR Hörfunk. Reitenreiter, ich habe noch eine Nachfrage zum Eurosport-Player. Man könnte jetzt aus meiner Sicht sagen, Radio ist die beste Alternative. Können Sie vielleicht Ihren Kollegen oder Ihren bekannten Freunden, die es nicht ins Stadion schaffen, auch weil es ja ausverkauft ist, noch einen kleinen Tipp geben? Im Radio wird man es auf jeden Fall hören können. Ja, haben Sie recht. Radioberichterstattungen sind äußerst spannend. Und wenn gerade in brenzligen Situationen und wenn man im Auto unterwegs ist oder auch zu Hause, klar, kann man das gut zuhören, wenn man einen guten Kommentator am Start hat. Aber ich glaube, die Bilder sind natürlich auch nicht verkehrt. Und wenn man es live erleben kann, am besten im Stadion, dann spürt man natürlich das Knistern im Stadion noch umso mehr und kann auch noch viel emotionaler am Spiel teilnehmen. Dirk Dietenberg noch einmal von der Neuen Presse. Du hattest ja nach dem Spiel in Wolfsburg nochmal eine Videoanalyse gemacht, unter der Woche wahrscheinlich auch. Nehme ich mal von aus, welche Bilder hast du denn den Spielern nochmal gezeigt? Da waren ja so ein paar Szenen dabei, wo man sagen kann, okay, da können wir vielleicht gewinnen, wenn der Kehn an den Ball reinspielt, anstatt aufs Tor schießt. Ein paar Abspielfehler vielleicht auch noch dabei. Auf was hast du besonders Wert gelegt in dieser Woche, was sich verändern soll? Ja, wir bereiten jedes Spiel nochmal nach und schauen uns einzelne Sequenzen an, was wir uns vor allen Dingen für das Spiel vorgenommen haben. Und dann haben wir als erstes die Großchance vom Jonatas gezeigt in der zweiten Minute, wo wir von hinten raus eine brutal gute Spieleröffnung gezeigt haben, was wir ja viel einstudiert haben, was wir einfordern. Unsere Philosophie ist offensiv ausgerichtet, das will ich nochmal in aller Deutlichkeit auch sagen. Wir spielen ja überhaupt gar keinen Mauerfußball oder Defensivfußball, sondern wir sind offensiv ausgerichtet. Und das sieht man auch, glaube ich, dass wir mutig in der Spieleröffnung sind, dass wir unter Druck auch kurz rausspielen, ohne unnötiges Risiko einzugehen. Ja, und diese Chance resultierte aus einer perfekten Spieleröffnung. Klar haben wir auch Dinge gezeigt, die nicht so gut waren, gerade so in der ersten Halbzeit, wo wir zweite Bälle nicht gewonnen haben, wo sich aber auch Wolfsburg mit der Qualität der Offensivspieler da nochmal durchgesetzt hat, kann nicht alles verteidigen. Nichtsdestotrotz haben wir über das gesamte Spiel hinweg, ich denke, so zwei richtig gute Torchancen zugelassen, der Wolfsburger, mehr war es nicht, und hatten mehr klare Chancen. Ne, wenn ich an Jonatas Chance denke, an Felix Chance, Kenan Karaman kurz vor Schluss, dann waren das hundertprozentige Torchancen, die ich nutzen kann, und daran werden wir weiterarbeiten. Und ich denke, das sieht ja auch jeder im Training, dass unsere Trainingsschwerpunkte in erster Linie im Offensivspiel liegen, ne? Dass wir dort besser werden, dass wir letzte Pässe genauer spielen, um dann uns noch mehr Torchancen zu erspielen, weil das ist sicherlich noch eine Kleinigkeit, wo wir definitiv besser werden müssen, um uns einfach noch mehr Torchancen herauszuspielen. Eröffnung, Übergang ist gut, aber gerade im letzten Drittel brauchen wir noch mehr Qualität im Passspiel, im letzten Pass, und das haben wir aufgezeigt. Das wissen die Jungs aber auch, und daran werden wir weiterarbeiten. Und noch einmal der Kollege vom NDR Hörfunk. Herr Breitenreiter, Sie haben klargestellt, dass Sie sich weder von der Diskussion Abschießkarten und Kandidat Nummer 1 leiten lassen, noch von der Sache jetzt rund um Tabellenführung, also dass Sie nicht in diesen Extremen denken. Wenn wir jetzt einfach mal auf das Spiel blicken, Hannover gegen HSV, was den Kader angeht, den Saisonstart und so die Stimmung rundum, wer ist denn da eigentlich vorne? Ja, klar, es ist ein offenes Spiel am morgigen Abend. Alles kann passieren. Alles ist drin in diesem Spiel. Beide Mannschaften sind gut gestartet. Wir spielen zu Hause, sind hier lange ungeschlagen. Wir wissen, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans, wie sie uns auch gegen Schalke unterstützt haben, ja auch den 12. Mann im Rücken haben können. Und wir versuchen, alles auf den Platz zu bringen, um erfolgreich zu sein.
klar, wissen wir auch. Und das, dazu gehört es auch, den nötigen Respekt dem Gegner zu zollen. Der HSV ist gut gestartet. Sie haben auch eine große Mentalität in der Mannschaft und haben auch Selbstvertrauen durch den guten Start. Von daher ist alles drin und wir müssen es unbedingt erzwingen. Ja, mit Kampfkraft, mit Disziplin, aber auch mit der fußballerischen Qualität, die wir immer weiter auch entwickeln, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ja, mit dem Glauben an die eigenen Stärke kann uns das morgen Abend gelingen. Aber wir brauchen 100%. Dirk Dietenberg, noch einmal, das war eine Wortmeldung, oder? Das war eine Wortmeldung. Ich versuche es mal. Ich weiß, Pirmin Schwegler ist auch eine Ausnahmespieler, Ausnahmesituation auch für ihn, weil du eben gesagt hast, wenn er kann, wird er spielen. Jetzt haben wir Demi Bube zum ersten Mal in Hannover gesehen. Von Düsseldorf kannte man das in der zweiten Liga und man hat tatsächlich gesehen, dass da was Neues reinkommt, was wir von Noah vielleicht auch schon so ein bisschen kennen. Könntest du bei ihm auch schon sagen, dass das quasi auch eine Waffe sein kann oder Waffe sein wird jetzt gegen den HSV von Anfang an? Ich hoffe, dass er eine Waffe in unser Spiel reinbringen kann, zumindest perspektivisch. Für morgen ist er eine Option für die Startelf, keine Frage. Er hat das gut gemacht nach seiner Einwechslung. Aber er ist auch ein junger Spieler und wird sicherlich auf Zeit hinweg dann auch seine Waffen noch mehr zum Tragen bringen, wenn er sich noch mehr eingewöhnt hat. Schließt es aber nicht aus, dass es auch morgen schon der Fall sein kann. Ne? Wir haben uns ja auch bewusst für ihn entschieden, weil wir auch wussten, dass wir noch mehr Tempo vorne brauchen, dass wir noch mehr 1-gegen-1-Situationen auch suchen müssen. Ne? Da auch Noah lange ausfällt und ansonsten vielleicht noch Felix derjenige ist, der offensiv ins 1-gegen-1 geht. Ne? Aber wir brauchen diese Qualität in unserem Spiel und es ist einfach schön zu sehen, dass auch er einen guten Start hingelegt hat, sofort Selbstsicherheit gewinnt. Ne? Man darf nicht vergessen, das war sein allererstes Bundesligaspiel. So, und weitere werden mit Sicherheit folgen. Silke Tobias, NDR-Hörfunk. Herr Breitenreiter, ich habe noch mal eine Frage weg vom Spiel. Morgen fällt ja auch die Entscheidung, ob Hannover unter Umständen mit zu den 10 Städten gehört, die sich für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bewerben dürfen. Wie sehen Sie da die Chancen von Hannover, dass dieses Stadion nicht nur WM-Stadion, sondern auch EM-Stadion werden könnte? Ich sitze ja nicht im Entscheidungskomitee, von daher weiß ich nicht, wie die Chancen sind. Aber wir alle wünschen doch, dass Hannover wieder Standort wird. Wir haben ein wunderschönes Stadion. Alle Voraussetzungen sind gegeben. Hannover war schon WM-Stadion 2006. Und aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Wir alle wünschen auch, dass Hannover wieder Standort ist. Und deshalb können wir alle darauf hoffen, dass auch der DFB so entscheidet. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Dann darf ich euch noch den TV-Tipp zum Wochenende mitgeben. Das aktuelle Sportstudio am Samstagabend 23 Uhr mit André Breitenreiter und Horst Held. Die werden da sein. Wir sehen uns erstmal morgen Abend zum Spiel. Bis dahin euch eine gute Zeit. Tschüss. Danke.